In den ersten beiden Videos hatten wir uns zu 22 ICE-Linien vorgearbeitet. Einige werden wieder wegfallen, andere kommen hinzu. Ziemlich genau 20 Jahre nach der Wiedervereinigung werden mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2010 neue Ost-West-Verbindungen mit dem ICE eingeführt. Durch die Linie 50 ist Magdeburg jetzt direkt mit Bremen verbunden. Durch das Alter Ego der Linie 50 und zusätzlich mit einzelnen Zügen der Linie 41 aus Richtung Würzburg wird auch die Verbindung über Paderborn wieder aufgenommen, die erst 2007 gestrichen worden war. Vielleicht konnte man sich nicht entscheiden, ob Paderborn nun einen ICE-Anschluss verdient hätte oder nicht. Oder es standen wieder genügend ICE-T zur Verfügung. Auf der Verbindung Stuttgart-Zürich werden sie jedenfalls seit diesem Jahr nicht mehr eingesetzt, sondern durch Intercities von den SBB ersetzt. Die DB will das wohl zu diesem Zeitpunkt noch nicht so ganz wahrhaben und entfernt diese Linie erst 2 Jahre später von der ICE-Liniennetzkarte. Analog müssen wir der Vollständigkeit halber auch die Linie 90 wieder entfernen, die jetzt nur noch mit Railjets der ÖBB betrieben wird. Trier wird von der Linie 10 abgehängt. Die Linie 31 fährt währenddessen nun nach kurzer Unterbrechung über Hagen nach Hamburg. Von Berlin fahren ICEs nach Stralsund, im Sommer fahren die Züge weiter bis auf die Insel Rügen. Mit der Linie 50 kann man mittlerweile im Kreis fahren, mit Umstiegen in Leipzig und in Dortmund. Und damit es noch ein bisschen schwieriger wird, kommt eine neue Linie 47 zwischen Dortmund und Stuttgart hinzu. Immerhin passt sie zum Muster, dass die Linien in den 40ern ab Köln, Essen oder Dortmund starten. Im Fahrplanjahr 2016 wird die Linie 50 dann endlich wieder anständig. Eine ganze Reihe von Ästen wird entfernt, es bleibt ein Stundentakt zwischen Frankfurt und Leipzig. Die Linie fährt jetzt auf der gerade eingeweihten Neubaustrecke Erfurt-Leipzig und hält daher nicht mehr in Weimar. Manche Züge fahren weiter bis Dresden und auf der anderen Seite Saarbrücken und Wiesbaden. Die Anbindung von Halle übernimmt die wieder eingeführte Linie 15. Fast fühlt man sich ins Jahr 2004 zurückversetzt, als es die Linie mit genau demselben Laufweg schon einmal gab. Allerdings mit mehr Unterwegshalten, denn auch diese Linie fährt natürlich nun über die Schnellfahrstrecke. Rostock wird vorerst nicht mehr von ICEs angefahren. Im Sommer wird auch das zweite Teilstück der Schnellfahrstrecke nach Paris fertiggestellt. Seitdem fahren auch auf der Verbindung über Straßburg einzelne ICEs und nicht mehr nur TGVs, auch auf der Linie 83. Der ICE-Verkehr nach Dänemark wird Schritt für Schritt eingestellt und die ICE-TD werden endgültig stillgelegt. Mit dem Fahrplanjahr 2018 wird der bis dato letzte Abschnitt des Verkehrsprojektes Deutsche Einheit Nummer 8 in Betrieb genommen, die Strecke zwischen Nürnberg und Erfurt. Die Linie 28 fährt somit nicht mehr über Lichtenfels, Saalfeld, Jena und Naumburg. Die Fahrt verkürzt sich um rund 90 Minuten. Insgesamt ist sie zwischen München und Berlin nun fast 4 Stunden schneller als die Verbindung über Frankfurt. Nur einzelne Züge verkehren noch ab Jena. Die Linie 28 fährt auch nur noch im 2-Stunden-Takt, denn sie wird durch die neue Linie 18 zum Stundentakt verdichtet. Diese neue Linie fährt statt über Leipzig über Halle. Zusätzlich fährt die neue Linie 29 von München bis nach Rostock. Auch die Linie 50 wird zwischen Frankfurt und Leipzig auf einen 2-Stunden-Takt ausgedünnt, weil sie sich ab jetzt mit der Linie 11 überlagert, die vorher über Braunschweig fuhr. Braunschweig erhält dafür die Linie 13. Weimar erhält immerhin eine Anbindung mit einzelnen Zügen der Linie 11. Vor allem auf den Linien 22 und 25 wird in diesem Jahr mit dem Einsatz des neuen ICE 4 begonnen, der sich zur bestehenden Flotte von etwa 250 Fahrzeugen gesellt. Man kann natürlich in Frage stellen, ob es sich bei einem Zug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 Stundenkilometern wirklich um einen ICE handelt oder ob die Bahn uns das nur glauben machen möchte.
Die neue auf ICEs umgestellte Linie 26 übernimmt die Fahrtenrichtung Innsbruck. Sie schafft zahlreiche neue Verbindungen quer durch ganz Deutschland. Von Karlsruhe über Gießen nach Hamburg und von dort über Schwerin weiter Richtung Rügen. Gelsenkirchen erhält mit der Linie 47 wieder ICE-Anschluss, genauso wie mit der Linie 30, die Schritt für Schritt auf ICEs umgestellt werden soll. Und ganz in der Nähe verkehrt ab dem nächsten Jahr ein einzelner ICE auf der neuen IC-Linie 39, von Köln über Münster nach Hamburg. Man kann sich natürlich darüber streiten, ob ein einzelner Zug eine Linie zu einer ICE-Linie machen kann. Dasselbe gilt für die Verstärkerlinie 14 zwischen Düsseldorf und Berlin. Im Fahrplanjahr 2021 wird die Verbindung Berlin-Hamburg zusammen mit den ICs und ECs auf einen Halbstundentakt verdichtet. Da haben wir also alle 28 ICE-Linien Standardabweichung 2 Stand 2021 beisammen. Und bevor alle abschalten, ist das Video damit auch einfach zu Ende.